Hallo und willkommen zurück bei Pretty Old Pixel. Mein Name ist Dirk und wir spielen heute wieder Mega Man 3. Wir haben beim letzten Mal in der Shadow Man Stage, haben wir Woodman und... Wer war da noch? So lange her. Nee. Woodman und Heatman besiegt. Und Heatman hat uns ein Leben gekostet und war auch nicht ganz so einfach. Hauptsächlich, weil das NES mit der Darstellung des Gegners und der ganzen Schüsse und der ganzen Objekte auf dem Bildschirm ein wenig überfordert schien. Wir haben jetzt allerdings nur noch zwei Endgegner aus Mega Man 2 vor uns in der Gemini Man Stage und die schauen wir uns jetzt mal an. Das können eigentlich nur noch Flashman und Bubble Man sein. Ich weiß jetzt allerdings nicht in welcher Reihenfolge. Ich vermute Flashman kam zuerst. Und sehen wir erstmal nach, was sich denn hier jetzt an der Stage verändert hat. Oh, okay, es kommen noch zusätzliche Gegner am Boden gelaufen und die Flammenwerfer sind jetzt in Blau statt in Rot. Sehr stylisch. Ändert aber ansonsten eher wenig. Hier müssen wir jetzt auch mal ein bisschen besser durchkommen. Ich hoffe auch noch, dass hier irgendwie Energietanks, Leben oder sowas versteckt sind, weil da sind wir nicht so gut mit gesegnet irgendwie. Beziehungsweise wir haben da erheblichen Nachholbedarf. Nachdem wir gleich im ersten Teil schon sehr viele Energietanks verschwendet haben beim Versuch, den Quickman zu bestehen. Und ja, Leben haben wir dann noch bei Heatman verballert. Ein Leben, glaube ich, in der Needleman Stage, weil ich der Meinung... toll. Weil ich der Meinung war, dass es eine gute Idee wäre, mit dem Rush Jet voll über dem Abgrund die Waffe zu wechseln. Was übrigens keine gute Idee war. Ja, das Leben gerade haben wir leider nicht gekriegt. Schade. Da wäre ein... Ein Fragezeichen im Tank, da gucken wir doch mal. Meistens ist da ja Müll drin. Mal gucken, ob wir diesmal auch. Ja, großartig. Ich glaube, in dem ganzen Let's Play jetzt habe ich noch nicht einmal wieder gesehen, dass da was Sinnvolles drin war. Ach, da war der nächste übrigens auch nicht sinnvoll. Ja, schade eigentlich. Hier haben wir jetzt wieder... Moment, den Fischleich. Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass das ja gar keine Amöben sind, weil... Warum sollten die so bloß schwimmen? Deshalb ist das wahrscheinlich eher Fischleich und es kommen keine Amöben raus, sondern... Kaulquappen? Kaulquappen. Sagen wir mal Kaulquappen. Oh! Ja, und ich sagte ja schon, die sind erheblich besser zum Item- und Leben auffüllen geeignet als die anderen Tanks. Deshalb gucken wir mal, was hier jetzt noch drin ist. Massensterben in der Fischzucht. Komm, die nehmen wir jetzt auch noch mit hier. Wahrscheinlich genau über die Stacheln das Leben. Nein, doch nicht. Ah, komm, egal. Wir haben ja eins gekriegt. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Hier können wir gleich weiter abräumen. Ich weiß nicht, gab es einen Grund, hier die Höhen mitzunehmen? Gab es einen Grund, was aufzuladen? Nee, komm, hier ist Raststätt einen Strich. Das hat sich ja voll gelohnt. Aua. Bis jetzt ist es eher ein zeitliches Ärgernis. Als eine wirkliche Herausforderung. Ja, das war klar. Wenn ich jetzt aber nach da gehe und zurück, ist es... schade. Ich glaube, es war sinnvoll, hier möglichst weit oben lang zu gehen. Bin mir aber auch nicht mehr so ganz sicher. Vielleicht war es auch total... Ah doch, es war sinnvoll, dass ich dem Viechern da ein wenig entgehe. Oder aber... einfach mal nochmal voll reinspringen. Hallo, ich hab doch... Ja. Oh, das war Zufall. Ja, okay, und wir kommen schon zum ersten Endgegner. Wie gesagt, ich vermute Flashman, ich weiß aber nicht mehr, was gegen den gut war. Tippe auf die Schlangen. Probieren wir es mal. Ja, das ist definitiv Flashman. Und die Schlange war es nicht. Shit, was war denn gut gegen den? Okay, besser. Besser.
Ich sehe einen weiteren Energietank schwinden, aber ich habe jetzt auch keine Wahl. Der Shadowblade ist nicht ganz so gut dagegen, aber... Ja, das war eine gute Wahl. Das hätte ich nämlich gerade nicht überlebt. Oder vielleicht doch? Naja, egal. Egal, egal. Dann müssen wir jetzt... Wen haben wir noch? Bubbleman. Bubbleman muss jetzt ohne Energietank gehen, sonst habe ich ein Problem. Kommen da mehrere? Kommt da nur einer? Nee, da kommen mehrere. Oh, ich kann erstmalig in diesem Spiel das Rush Marine präsentieren. Da ist es. Es kann an Land springen, das ist auch sehr praktisch. Oh, ach du Scheiße. Und anscheinend auch notwendig. Naja. Gut, der Einsatz hat jetzt sich nicht so vollends gelohnt, aber... Immerhin haben wir es mal im Einsatz gesehen. Der Einsatz hat sich... Ja, egal. Das ist auch ganz... Oh, die sind mal ganz nett. Da könnte ich jetzt mal die Waffenenergie wieder aufladen. Da wäre es natürlich besser, wenn ich mich einfach hier hinstelle. Dann kann ich nämlich beide erwischen. Und natürlich immer dann, wenn man was braucht, kommt nichts raus. Langweilig. Ja, es tut mir jetzt so ein bisschen leid, aber es ist, Obwohl, eigentlich bin ich voll genug mit allem, ne? Das Einzige, was eng werden könnte, ist der Shadowblade. Ich hoffe, den brauche ich nicht. Brauche ich den noch? Doch, bestimmt brauche ich den nochmal. Egal. Muss reichen. Ja, toll. Okay, das hat sich ja doch nicht so... Ja. blöd. Blöd! Nein, ich... Okay, da warte ich jetzt doch nochmal. Weil... Da bin ich ein bisschen angeschlagen. Wir haben keinen Energietank mehr. Also ich brauche hier alle Lebensenergie, die ich kriegen kann, die jetzt natürlich nicht kommt. Weil, warum auch? Wieso schieße ich ja nicht auf den anderen auch? Doppelte... Oh! Doppelte Chance, wollte ich sagen. Doppelte Chance und hat sich gleich gelohnt. Jetzt hätte ich gerne noch ein bisschen Lebensenergie. Nein, Lebensenergie. Oder überhaupt was. Aua! Jetzt brauche ich noch ein bisschen mehr Lebensenergie. Habe ich den denn verfehlt? Toll. Und jetzt kommt natürlich wieder nichts. Und jede Wette, dass der nächste Bildschirm schon gleich wieder direkt vom Endgegner ist. Stopp, da kann ich was von gebrauchen. Tja. Auch mal schön. Entspannend. Das hat sich immer ein bisschen gelohnt. Was kann ich denn noch aufladen? Das Rush Coil. Ja, das Marine werde ich wohl nicht mehr brauchen, es sei denn, ich möchte gegen Bubbleman im Rush im U-Boot antreten. Das könnte man wahrscheinlich auch. Das habe ich noch gar nicht probiert. Nee, das ist auch nicht so gut, glaube ich. Ich bin noch nicht in der Verfassung, hier noch große Experimente zu machen, weil... Hätte ich jetzt noch einen Energietank, würde ich es... Oh. Würde ich es mal probieren. Habe ich aber nicht. Ach komm, das reicht jetzt. Der eine Strich. Ja, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, dass genau hier schon der letzte Bildschirm ist. Na gut, das war jetzt ein bisschen sinnlos langatmig, das gebe ich zu. Was könnte gegen den denn helfen? Laden unter Wasser, um den Sauerstofftank anzustechen? Man weiß es nicht. Oh, nicht so hoch springen. Da muss ich jetzt natürlich die passende Waffe finden. Sonst wird das hier nichts. Okay, das war's nicht. Das war's. Die gute Nachricht des Tages, wir werden es schaffen. Huh. Okay. Wahrscheinlich war der Shadowblade gegen Flashman doch nicht so die super Wahl. Wahrscheinlich war es die Hardknuckle oder sowas, ne? Ja, bestimmt. Aber, schade. Nun ja, damit hätten wir jetzt jedenfalls die Mega Man 2 Endgegner auch noch geschafft und dürfen jetzt gegen... Ah, der heißt hier gar nicht Proto Man, der heißt hier Breakman. Okay, das könnte ein Übersetzungsfehler oder eine Übersetzungssache sein.
Nun ja, das sehen wir uns aber ohnehin erst in der nächsten Folge an. Bedanke mich fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.